Okay, dann machen wir das mit dir auch noch schnell. Exkommunikation. Ersuchen. Es hilft da alles nichts. Zoroastrische Glaube triumphiert. Die Anhänger des Manichäisten-Glaubens sind immer weniger geworden, sodass jetzt die zoroastrische Bevölkerung die Mehrheit stellt. Diese neue Lage ist der Manichäste-Glaube faktisch zur Ketzerei geworden. Ja, das hilft uns nicht. Dann müssen wir dich jetzt einkerkern. Interessiert leider niemanden. Es tut mir wahnsinnig leid. Dann müssen wir dich kastrieren. Mach's gut, Genüt. Aber dafür bist du wieder frei. Und dann machen wir noch Ablegen der Gelübde. Eigentlich müssten wir das nicht machen, aber ich hoffe, dass er dann nicht wiederkommt. Und dadurch haben wir jetzt unsere Tochter an oberster, erster Position. Außer beim Königreich Griechenland. Und das müssen wir auf alle Fälle noch ändern dann. Die Vasallen, oh, das könnte man gleich noch ändern. Wir machen mal den Reichsfrieden. Tü-tü-tü-tü. Wir setzen den Reichsfrieden durch. Und werden dann noch das Gesetz hier von Griechenland auf die Primogenitur zurückändern. Weil aktuell lieben uns alle Vasallen, das heißt, da klappt das auch. In 4 Monaten, 92 Tage, jetzt müsst ihr euch beeilen. Das gesellschaftliche Ereignis wäre nicht weiter der Rede wert, doch nun hat Gräfin Anastasia von Rama mich ein weiteres Mal mit ihrem Busen gestreift. Ah ja, wie oft ich hier schon gestriffen worden bin. Wird niemals geschehen. So, 2 Monate noch. Ich komme wieder nicht dazu aufzuhören. So, Reichsfrieden ist durchgesetzt. Wir können zur Primogenitur wechseln in Griechenland. Ta-ta-ta-ta. Und alles ist wieder in Butter. Außer beim Königreich Italien. Aber wieso das jetzt hier mit drin ist, das haben wir doch gar nicht. Wir haben das Römische Reich und Griechenland, das passt. Wunderschön. Es ist so wunderschön. Wenn alles nach Plan funktioniert, ist es wunderschön. Er hat sich immer noch nicht entschieden, offenbar. Da müssen wir mal ein bisschen mit Nachdruck arbeiten an dir. Ein Hofarzt. Na gut. Unsere Gefangenen haben wir keine mehr. Aber soweit sieht es jetzt ganz gut aus. Die Vasallen sind jetzt wahrscheinlich ein bisschen verärgert. Immer noch nicht. Wir können ja echt machen, was wir wollen. Die sind immer noch nicht verärgert. Eine Ambition können wir noch wählen. Und zwar Erben. Schon wieder ein Erben heranziehen. Das können wir nochmal machen, weil die müsste ja eh bald. In 7 Jahren wird die dann. Erfüllen wir nochmal die Ambition. Und das bringt uns genau was? Verbessert die Meinung des erwachsenen Kindes. Ja, das ist wunderbar. Gut, jetzt sind wir aber fertig. Jetzt ist aber Schluss. Wir warten noch kurz den Hofarzt ab. Den warten wir ab. Aktuell 60 Gold pro Monat, obwohl wir komplett verstärken. Also manchmal verstehe ich das nicht. Was haben wir denn da? 19. Ja, dann holen wir dich einfach mal an den Hof. Und werden dich noch... Ist der jetzt automatisch zugeordnet? Ja. Dann passt das. Okay. Gut, ein bisschen sind wir gewachsen heute. Oh, jetzt können wir den Burggarten umgestalten. Wir haben viel Kohle. Der ist nämlich... Das machen wir noch schnell. Ich übernehme das persönlich. Wir könnten fleißig werden. Oder enge Freunde. Wer braucht schon Freunde? Wir versuchen mal fleißig zu werden. Klappt leider nicht. Wir machen uns einen schönen Garten.
500 Gold. Schade, dass wir keine Augenklappe haben. Ein Springbrunnen in der Mitte, 840. Ho, aus dem Springbrunnen soll immer Wein sprudeln. Für 2500. Oh, das müssen wir machen. Also, Dekadenter. Das geht ja gar nicht eigentlich. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Und das fällt dann unter gemäßigt, wie bitte? Oh, ach so, wir verlieren die Eigenschaft gemäßigt. Oh, wir müssen das machen. Wir machen das. Jetzt sind wir sogar im Minus. Aber egal. Habe ich noch nicht gemacht. Wir hauen jetzt die Kohle einfach auf den Kopf. Weil wir so schnell die Kohle wieder drin haben. Wir könnten theoretisch jetzt sogar hier mal kurz das Gefolge ausschalten. Dann bekommen wir noch mehr Geld. Nochmal 400. Oh, das wird der prächtigste Garten überhaupt. Dschihad um Andalusien. Der große schiitische... Oh, jetzt, das ist natürlich perfekt, jetzt wo wir keine Kohle haben. Nein, wäre ich doch ins Bett gegangen. Große schiitische Kalif. Ali der Dritte hat beschlossen, ein Dschihad gegen die Giauren im Sultanat von Andalusien auszurufen. Betrifft das uns jetzt? Wir haben ja... Das Königreich Andalusien haben wir ja hier. Ach, das... Nee, Quatsch. Anatolien. Oh Gott. Na, Gott sei Dank. Andalusien hat er ausgerufen. Ich guck mal eben, ob wir das hier irgendwo sehen. Ach, Frankreich hier oben. Können wir uns da irgendwie anschließen? Ah, Kriegsbeitritt Dschihad um Andalusien. Können wir uns sogar anschließen? What? Wir warten mal ab, wie es hier läuft. Wir müssen erstmal unseren Garten bauen. Wir haben eine gefährliche Fraktion. Haben keine Möglichkeit, hier zu bestechen. Wie viel bekommen wir jetzt? 68 Gold pro Monat. Oh, ich wurde befördert zum Magus. Und bin jetzt Anführer hier drinnen. Ich bringe gern Dinge zum Blühen. Wir bekommen Gärtner. Und Händler wird entfernt. Wir werden Gärtner. Im gediegenen Alter werden wir zum Gärtner. Mein Essen hat in letzter Zeit seltsam geschmeckt. Ich habe angefangen, immer weniger zu essen. Oh, jemand versucht mich zu vergiften. Das kann doch nicht er gewesen sein. Unser Freund. Hätte er jetzt Kohle dafür? Also jetzt müssen wir schauen, dass wir hier die Kohle wieder runterbringen. Das war teuer. Das war sehr teuer jetzt hier. Meine Güte. Ich kann nicht aufhören. Ich werde nicht fertig heute. Prozent haben die schon. Wir müssen... schnell schmieren. 65 Gold pro Monat. Ist ja auch ein fesselndes Spiel. Ja. Ist echt schlimm.
kommst wieder vom 100. ins 1000. Hallo Sascha, Mensch, du bist wieder viel zu spät dran. Ich bin schon am Aufhören. Seit einer halben Stunde. Ich bin schon am Aufhören. Seit einer halben Stunde, ja. So, wir könnten uns theoretisch noch Geld leihen, aber ganz ehrlich, wir haben das jetzt in ein paar Monaten. Sind wir wieder im Plus. Und dann in ein paar weiteren Monaten können wir gleich nochmal... Ach, da ist die Fraktion schon wieder weg. Gut für uns. Sehr schön. Wir spielen ein Spiel und wir gewinnen sogar. Diplomatie plus 1. Wir verlieren sogar... Nee, 30% Chance, dass wir das verlieren. Hat leider nicht geklappt. Schön, 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 schön. Ah, wir haben jetzt wieder den Malus mit dem weiblichen Nachfolger. Das kam jetzt wieder dazu noch. Aber ganz ehrlich, besser als der Dumpfbeutel. Was? Die Königin von Anatolien ist jüdisch? Hast du das schon wieder gesehen? Woran siehst du das denn? Die müssen wir bestechen, sobald wir Geld haben, damit die konvertiert. Wie viel müssen wir denn dir geben? 100 Goldstücke. Oh, die haben wir schon bestochen. Können wir dir Vizeherrscherwürde geben, zum Beispiel? Wir probieren es. Weißt du was, für die Konvertierung hier ist mir das nicht wert. Nee. Das ist mir... Nö. Eine große Debatte abhalten. Das Gold... Und die Fraktion haben wir wieder hier. Lass die Zeit mal weiterlaufen. 94%. Was brauchen wir? Ein Apothekensystem. 300, bin ich schon wieder im Minus dann. Wir hauen die Kohle raus. Wir hauen die Kohle raus. Wir haben so viel Geld. Egal. Ist wurscht. So, 30.000 Mann haben die jetzt. Das heißt, wenn die das fordern, dann müssen wir dem zustimmen. Wir halten gesellig beim Debattieren. Wir haben 21 Bildungspunkte, das muss doch, da müssen wir doch gewinnen. Gefallen werden wir nicht einlösen. Werden wir nicht vergeben. Tut das Ausgeben nicht weh? Naja, nachdem wir hier 64 Goldstücke pro Monat bekommen. Ah, jetzt hat der Abt Hildebert gewonnen. Mit lächerlichen 20 Bildungspunkten. Skandal. Einem Kätzchen verlangt es nach eurer Aufmerksamkeit. Ja, dann steilen wir halt die Pussy auch noch. Meine Güte. Erlaubt dem Kätzchen, euch nach Hause zu folgen? Machen wir lieber das. Das gibt Gesundheit. Bist beschäftigt, eine Rakete für Moho und zurückzubauen? Wenn ich Haare hätte, wären die jetzt futsch. Sehr schön. Ich kann nicht mal mehr Rakete schreiben. Fix und fertig mit den Nerven. Gut, sehr schön. Genauso muss sein. Genauso. So, haben wir hier noch jemanden, der Geld will von uns?
will das noch kurz ins Reine bringen jetzt hier. Ah, hat leider nicht geklappt. Ah, wir schaffen es leider nicht. 23.000. Das, wir haben auch kein Geld für Söldner. Ich habe keine andere Wahl. Das heißt, Kriegserklärung und Titelaberkennung wird wieder ratsabhängig. Na gut, dann müssen wir die irgendwann wieder zurückbringen dann. Hilft ja alles nichts. So, wie geht's eigentlich dem Franzosen hier? Hä, haben wir hier was geerbt? Turus? Ah. Okay, gut. Sehr schön, freut mich. Also, wie geht's dir denn? Oh, der hat einen wunderbaren Bart. Schaut euch das an. Wir haben so einen komischen zweispitzigen Bart, der gefällt mir nicht. Den werden wir gleich mal uns anschauen, ob wir den noch ändern können. 24 Kriegspunkte zugunsten Kaiser Adhémar von Frankreich. Das läuft doch für ihn. Ganz okay, ganz okay. Ich wollte noch den Bart ändern, ne? Das ist sehr wichtig. Wir brauchen einen dicken Rauschebart. Schnitt. Schön. Gut. Also, wir haben ein bisschen Geld. Was warst du denn für einen Krieg? Wir können ihm beitreten. Emperor Thomas zur Rettung. Was greifst du denn an? Den Abbasid hier drüben. Greift Emir Ramadan den Peiniger. Greift er an. Und den Ali auch noch. Was bist du denn für einer? Hier drüben brauchen wir nichts. Da werden wir nicht mitmachen. Wir können ihm Geld schicken. In der Hoffnung, dass er sich vielleicht Söldner kaufen kann. Hat er hier gegen Abbasid und Ali gleichzeitig den Krieg begonnen? Der Volltrottel. Ah, na gut, wir schicken ihm mal Kohle. Wir haben ja die Kohle. Okay, jetzt höre ich auch echt auf. Wir warten noch kurz, bis wir im Plus sind und dann höre ich auf. Und wir feiern noch ein Fest. Wir haben schon wieder gewonnen. Wir sind ja unglaublich klug. Aber leider immer noch nicht gestresst verloren. Gut, also was machen wir denn beim nächsten Mal? Oh, manipulativ wird sie. Hinterlistig. Will ich eigentlich nicht. Oh, jetzt ist sie grausam geworden. Dann muss die wahrscheinlich wieder in Basilius anbieten, damit sie das verliert. Ihr solltet es ruhiger angehen lassen, sonst werdet ihr noch vor Erschöpfung zusammenbrechen. Für 30 Jahre... Minus 1 Punkte. Nö. Mein Reich schläft nie. So, wir sind wieder im Plus. Wir haben jetzt 61 Goldstücke pro Monat. Ich werde hier beim Militär im Gefolge das wieder auf Mittel stellen. Oh, und in Neapolis ist wieder alle, sind wieder alle übergetreten. Ist das unsere Frau hier, die uns nicht leiden kann? Was ist denn mit dir los? Wieso kannst du uns denn nicht leiden? Hat mein... Oh. Hat mein Kind eingekerkert? Kastierte engen Verwandten. Gut. Das ist jetzt... Ich schicke dir mal was hier Schönes zum Anziehen für 15 Gold. Dann sind wir alle wieder gut. Ja? Dann ist alles wieder gut. Ich
muss jetzt endlich die Pause drücken. Jetzt hat er hier auch schon wieder konvertiert. Das ging schnell. Aber jetzt können wir noch nicht wechseln. Na gut. Okay, wir warten noch kurz ab, bis wir wechseln können, weil das vergesse ich hundertprozentig. Dann steht der nämlich ständig hier drinnen und tut nichts. Wir warten noch bis zum März und dann drücke ich aber wirklich Pause. Und dann haben wir auch wieder ein bisschen Geld, dass wir dann gleich wieder auf den Kopf hauen können. So. Gut, jetzt ist aber Schluss. Wir haben heute einiges geschafft. Hier oben vor allem sind wir gewachsen. Wir werden hier oben weiter wachsen. Frankreich. Wir müssen das hier unten noch machen. Hier drüben müssen wir noch machen. England ein bisschen, damit wir hier fertig werden. Wir haben noch, ja, 400 Jahre. 500 Jahre haben wir noch. Und es zieht sich schon ein bisschen. Müssen wir jetzt schon mal sagen. Jetzt spielen wir eh schon auf der schnellsten Geschwindigkeit. Wir haben aktuell eine Bedrohung von 78. Sobald wir unter 70 sind, werden wir es wieder angehen. Aber erst nachdem der Krieg vorbei ist, der Dschihad vorbei ist, dann müssen wir uns einfach Schritt für Schritt durcharbeiten. Ah, das dauert sehr lange. Wir können mal schauen, vielleicht, ob wir irgendwie noch vassalisieren können. Sehr unwahrscheinlich, aber vielleicht gibt es ja die ein oder andere Provinz. Die Hunnen, wenn die Hunnen kommen, dann hauen wir die einfach, zurück. Uns kann ja keiner mehr was. Wenn wir ein bisschen Kohle auf der Kante haben, dann holen wir uns einfach noch hier den Ritterorden mit 7700 für 24 Pietät und 0 monatlichen Kosten. Wir holen uns die Söldner, die Varäger, die hier irgendwo sind. Hier die Varägergabe mit 3100 für 5 Gold im Monat. Und dann können wir uns sogar noch andere auch holen. Und wir haben ja selber, fast 40.000 Einheiten. Ich weiß ja nicht, wie viele da bei den Hunden kommen. Aber ganz ehrlich, wer kann uns denn jetzt noch was? Das Einzige, was jetzt ein Problem werden kann, ist meine Unfähigkeit zur Verwaltung. Also zur Verwaltung von den Einheiten, wenn wir dann angegriffen werden. Wenn wir quasi mit mehreren verschiedenen Stacks an unterschiedlichen Orten gleichzeitig sein sollten. Da konnte noch mal was passieren, aber ansonsten, da sehe ich kein Problem. Ja. Gut, jetzt war es aber wirklich. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen gemütlichen, stressfreien Feiertag morgen und vielleicht sehen wir uns morgen Abend wieder, wenn nicht, dann halt die nächsten Tage wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.